Hallo, ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt, heute mit einer winterlichen Karte mit dem süßen neuen Eisbären und diesem wunderschönen Designerpapier, vor allem das jetzige Design. Da ist mir echt schwer gefallen, den Bogen anzuschneiden, aber es hat wunderbar gepasst und macht sich hier richtig gut, finde ich. Ja, und da zeige ich euch jetzt einmal, wie ich das Ganze gebastelt habe. Wir benötigen Farbkarton. In, liebe Kamera, schnell scharf, Babyblau. Das lege ich mal irgendwas zu da. Den kompletten DIN A4 Bogen. Und den falzen wir jetzt auf der kurzen Seite mittig bei 10,5 cm. Schneidklinge schön weit weg, die brauchen wir erst später. Auf der langen Seite mittig bei, wenn wir es genau nehmen, 14,85 cm. So, jetzt brauchen wir die Schneidklinge. Wir lassen den Bogen so liegen und schieben den so rüber bis 15 cm. Und schneiden jetzt bis zu dieser Falzlinie, also bis 10,5 cm ein. Oh, Kopf war jetzt im Bild, lässt sich gerade nicht so gut vermeiden. Legen jetzt wieder bei 10,5 cm an. Vielleicht so einen ganz kleinen Tack daneben, dass wir die Falz rausschneiden, also so ein Stückchen vor die 10,5 rutschen. Zack. Und schneiden das Ganze raus. Dann falzen wir die Seite hoch. Und da sehen wir jetzt, warum wir das bei 15 angelegt haben. Hätten wir das direkt bei der Falz rausgeschnitten und würden das jetzt so rüberfalten, würde uns das so richtig so hochkommen, weil der Farbkarton hier über die Falz hinausgehen würde. So haben wir ein bisschen Puffer, dass wir das gut rumlegen können. Ja, und damit haben wir auch schon die Grundkarte. Das Stück brauchen wir nicht, das können wir für ein anderes Bastelprojekt aufheben. Jetzt kommen wir zum Designerpapier. Bärenstarke Weihnachten. Und ich zeige euch jetzt nochmal den kompletten Bogen, den ich so traumhaft schön finde. Das ist dieser hier. Den Part habe ich hier ja verwendet. Für die nächste Karte wollte ich jetzt natürlich nicht den neuen Bogen anschneiden, sondern den weiterverwenden. Hier war es jetzt aber etwas kritisch. Hätte ich das sieht man jetzt schon, hier so abgeschnitten, dann wird dem Bären hier die Nase fehlen. Deshalb habe ich hier unten das knapp unter dem Part abgeschnitten. Dann habe ich den Teil halt verschnitten. Aber dafür behält der Bär hier gleich seine Nase. Also nur als kleiner Hinweis, wer jetzt ebenfalls den Bogen für das Projekt verwenden möchte, wie man das am besten schneidet. So, wir fangen jetzt allerdings an mit diesem Design. Hier hat das auch gepasst. Ich wollte jetzt keins dieser Geschenke drauf haben. Deshalb habe ich hier auch wieder beim Zuschneiden ein bisschen drauf geachtet. Das Geschenk wird rausgeschnitten und über dem hier in der Ecke haben wir gleich die Bäume drüber. Weil irgendwie passen die für mich nicht ganz so gut dazu. Ich wollte nur den Schnee mit den Pfoten haben. Und da schon klebe ich jetzt das Designerpapier drauf. Das hat 14,3 x 10 cm. Ich mache jetzt einen etwas breiteren Rahmen. Die Mitte bleibt aber ohne Kleber. So, zu dem Rahmen. Ich habe hier die rustikalen Rahmen verwendet und da jetzt den drittgrößten, der kommt hier hin. Und zwar habe ich von oben einen Abstand
vom Designerpapier aus gesehen, von 1,8 cm. Und nach links und rechts sind ca. 1,95, wenn man es jetzt ganz pingelig genau haben möchte. Jetzt nehme ich mir so ein bisschen Washi-Tape. Und klebe mir die Stanzform fest, damit die mir nicht verrutscht. An zwei Stellen. Ich kontrolliere dann auch nochmal von der anderen Seite, ob alles passt. Sieht gut aus. So, einmal ein bisschen Platz machen. Jetzt kommt die Stanzmaschine. So. Ich klappe den Part hier ein und das wird ausgestanzt. Jetzt sehen so Stanzplatten ja gerne so aus. Das heißt, es wird sich ja dieses ganze Gekrusele in die Rückseite meiner Karte drücken. Das möchte ich nicht. Deshalb nehme ich hier einfach ein Stück Druckerpapier, kann ein Schmierpapier, einen alten Brief, eine Rechnung oder sonst was für nehmen und lege das drunter. Und kurbel das Ganze jetzt dadurch. Damit bleibt meine Kartenrückseite schön glatt, weil das Gekrusselste, sieht man es hier ein bisschen, bleibt hier auf dem Druckerpapier. Ja, machen wir später ab, denn das Designerpapier brauchen wir jetzt auch nicht. Den Rahmen heben wir allerdings auf. Hier haben wir jetzt unsere Ausstanzung und da ein Kleberest von einer Stanzplatte. Machen wir mal schnell weg. So, dann benötigen wir nochmal ein Stück Designerpapier. Die Designerpapiere haben alle vier, die wir brauchen, das Maß 10 x 14,3 cm. Und das klebe ich jetzt hier hin. Also darauf achten, nicht hier, sondern da, wenn es zugeklappt ist, an die Stelle. Jetzt klappe ich das hier wieder zu. Und hier hatte ich ja den Rahmen ausgestanzt. Den klebe ich jetzt einfach wieder genau da passend ein. So. Dann habe ich ja hier mein Designerpapier. Wie gesagt, 10 x 14,3. Hier schön das Motiv fortlaufend. Dann habe ich mir mit dem zweitgrößten Rahmen einfach aus grundweißem Farbkarton nochmal so einen ausgestanzt. Nehme mir jetzt das Stempelkissen in Babyblau und aus dem Stempelset Zauberhafte Tage die größere Schneeflocke. Oh, jetzt hoffe ich, dass mein Kopf nicht so sehr ins Bild kommt. Und die habe ich mir jetzt genau passend hier in die Ecken gestempelt. Deshalb lege ich hier auch gerade das Schmierpapier nochmal drunter. Aber ist jetzt gar nicht so einfach zu sehen, ohne dass meine Rumpfmurmel im Weg ist. So.
Und das habe ich einfach mit ein bisschen Snail-Klebemittel. Dann, das machen wir jetzt mal kurz nach Augenmaß, weil es hier noch nicht festklebe sozusagen, sondern ich kann das, das habe ich auch hier gemacht, wieder ablösen. Dann kann ich es gut beschriften und sollte ich mich verschreiben, nehme ich den Part einfach raus und schreibe das Ganze nochmal, weil gerade bei dem Papier wäre es ja ein Trauerspiel, wenn man wegen irgendeiner Sauklaue hier oder so die Karte wegschmeißen müsste. So, weiter geht's. Und zwar brauchen wir jetzt einmal den schönen Text. Gemeinsame Zeit ist die schönste. Den stempel ich in Marineblau. Und da nehme ich jetzt, hier ist ja immer noch das andere, mal gucken, den nächst kleineren Rahmen, also den viertkleinsten sozusagen, oder den viertgrößten oder den drittkleinsten, wie man es nimmt. Und jetzt schnappe ich mir nochmal meine Stanzmaschine. Dass das jetzt gerade ist. Na, kommst du wohl her? Legen wir hier hin. Kommen wir zum Eisbären. Den habe ich schon gestempelt und mit der Handstanze ausgestanzt. Ich habe mir auch schon den Schal in Abendblau gestempelt und mit der Schere ausgeschnitten. Also da ist ein bisschen Oldschool-Handarbeit fällig. Auch gleich für die Tannenbäume. So, den habe ich dann jetzt so platziert, dass er möglichst wenig von dem Text verdeckt. Und dann mit Dimensionals aufgeklebt. Muss ich jetzt einmal gucken. Weil die Dimensionals natürlich nicht über den ausgestanzten Rahmen hinausragen sollten. Sonst kleben wir nämlich die Karte zu. Kommen wir zu den Tannenbäumen. Die sind auch hier drin. Die Kontur habe ich schon mal gestempelt. Das Innere wollte ich mit euch zusammen machen in Tannengrün. Die werden jetzt auch mit der Schere ausgeschnitten. So, jetzt werdet ihr euch vielleicht wundern. Moment. Die sind unterschiedlich groß, die sind gleich groß, ja, aber es ist die gleiche Tanne.
denn zack, machen wir sie ein wenig kürzer. So, und damit das hier nicht so dolle auffällt, habe ich mir den schwarzen Stampin' White Marker geschnappt und unten die Kontur einfach nachgemalt. Und tada, haben wir geschummelt eine kleine Tanne. So, die klebe ich jetzt hier auf. Muss jetzt einmal gucken, dass ich da nicht... zu viel Kleber hinmache. Und die große habe ich dann wieder mit Dimensionals geklebt. Fehler auf die Seite. Dann machen wir da auch noch einen. Viel hilft viel. Und der guckt ein bisschen drüber. Kürzen wir. Zack. Jetzt passt's. Tada. Und fertig ist unsere Karte. Ich hoffe, sie gefällt euch. In der nächsten Woche zeige ich euch noch zwei Varianten zu der Karte. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Also auf meiner Homepage, ist nicht auf YouTube. Ja, lasst mir gerne ein Abo, einen Kommentar, Like, wie auch immer da. Ich freue mich da immer sehr, sehr, sehr drüber. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!